TT80S von Thermadec. S für Speckstein. Komm mal bitte ein bisschen näher. Das heißt, ich habe Specksteinseiten, das erklärt das S. Der Speckstein hier vorne an der Front ist optional. Der kommt normalerweise in Stahl. Wenn du dich mal kurz rumdrehst, nochmal rumdrehen. Da geradeaus angeschlossen, ist er in Stahl zu sehen. Hier. Ja, da wissen wir mal jetzt einfach den Vergleich hat. Hier wieder zurück. Da gibt es noch ein bisschen mehr zu sagen. Der TT80 ist nur 37 cm tief und braucht auch nur 7,5 cm von der Wand weg. Heißt, der ist für sehr beengte Platzverhältnisse in der Tiefe sehr gut geeignet, hat trotzdem eine breite Feuerraum mit passend 42er Schaltholz rein. Und ich habe halt relativ große Sichtscheibe bei geringer Tiefe vom Feuerraum. Ich nehme hier mal so einen Holzstab raus, damit man es besser sieht. Das kann ich sogar abbauen hier. Ja, also das ist natürlich zum Schutz, damit das Holz und auch Glut, größere Glutbestandteile nicht runterfallen. Ein Aschekasten. Ja, auch wieder mit dem Deckel. Dann hat er natürlich auch, Thermadec typisch eigentlich mittlerweile, einen Stangengriff und einen Magnetverschluss. Ja, der Stangengriff, der geht hier so ein bisschen, klappt hier so das Magnet, den Widerstand vom Magnet weg. Und ich habe diesen kleinen Hebel, mit dem ich die Tür einfach aufhalten kann, um im Anheizprozess einfach mehr Sauerstoff in den Feuerraum zu bekommen. Hier oben drin, das ist nicht hohl, vielleicht machen wir den Deckel kurz ab. Nicht hohl, man sieht es hier von der Seite, da sind Speichersteine drin. Können wir hier oben rein, das ist das Weiße, was man sieht. Und das sind insgesamt rund 30 Kilo Speichermasse, die auch noch verschlossen werden können durch ein Konvektionsgitter. Hier hinten ist der Schieber auf beiden Seiten. Ja, und wenn du hier oben reinguckst, dann verschiebt sich hier das Blech. Das heißt, das ist nicht luftdicht, aber die Luft wird natürlich daran gehindert, jetzt ungehindert auszutreten. Damit kommt automatisch mehr Temperatur auf den Speicher und hält natürlich den Ofen hier im oberen Bereich dann auch über längere Zeit warm oder heiß. Immer noch dabei, die Holzfachtür, die kann man, wie bei den anderen Öfen auch, immer noch optional einen Kaminbesteck reinmachen. Ansonsten ist das jetzt eigentlich nicht typisch ein Holzfach, sondern eher eine Unterbringmöglichkeit für Anzünder, für Handschuhe und so weiter. Der ist, unten sieht man den Ofenstutzen, der ist luftseitig bereits mit einem 100er Stutzen vorgesehen, ist also nicht optional, sondern bereits dabei und er lässt sich anschließen von oben und hinten, wobei oben einfach mehr Sinn macht. In dem Fall ist hinten auch möglich. Und man sieht, wenn man hier reinguckt, gucken wir mal rein. Ja, selbst wenn man den jetzt also oben angeschlossen würde, ein bisschen mehr Sinn machen, weil die Temperatur vom Rauchrohr natürlich dann über die gesamte Länge an den Speicher abgegeben wird. Ansonsten ist hier hinten der Deckel und da sieht man schon, da würde auch ein Hintenanschluss für den Speicher immer noch genügend Wärme abgeben. Also vom Design ein sehr, sehr gelungenes Modell, finde ich. Hat schon ein bisschen Fernsehcharakter, also auch von der Höhe des Brennraums und ist für jeden Raum eigentlich aufgrund der geringen, relativ geringen Nennwärmeleistung von 5,5 kW geeignet. Passt für uns, für Sie hoffentlich auch.